Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, nee, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Goblin Stone. Ja, gab jetzt wieder länger keine Folge, musste erstmal ein bisschen grinden, aber wir haben jetzt das Material zusammen, was ich zusammensammeln wollte, auskriegen, also ein bisschen Fiber und Wood. Damit können wir die ganzen Guides endlich mal aufwerten, was ich auch instant mache. Zum Beispiel hier die Guards Guide, die haben dann mehr Max-Leben und sie haben dann auch 2 Armor pro Buddy-Punkt. Also pro 3 Buddy-Punkte. Es ist halt unglaublich wichtig, dass wir die Guides mal aufwerten. Es gab übrigens einige Updates während der letzten Folge. Da ist auch ein Upgrade hier im Power. 0,7 Power pro Mindpunkt. Zweiten Crit Chance pro Mind. Und auch hier 0,7 Power per Spirit. So, alle Guides wurden aufgewertet. Und ich konnte mir hier noch was holen, wie es scheint. Also ja, sie haben halt wirklich viel geupdatet. Zum Beispiel hier der Healing Shunt, der macht jetzt nicht mehr so Save 3, sondern der geht auf Prozente. Ich meine, so 5% sind es jetzt, die der Healing Shunt immer macht. Und das klingt doch eigentlich immer ganz nice, wenn es auf Prozente geht und nicht so, ja, fixe Zahl. Weil wir haben ja auch die Möglichkeit, unser Max-Leben aufzuwerten. Unsere Leute müssten jetzt auf jeden Fall wesentlich stärker sein. Sie haben auf jeden Fall alle 5 HP mehr. Ich guck mal eben kurz hier bei den Campgrounds. Das könnte ich auch abwerten. Du hast 7 Spirit-Punkte. Dich nehme ich auf jeden Fall mal auf. Du bist auch willkommen. Ich nehme ab sofort einen Ludner auf, wenn sie mindestens 5 Punkte haben. Sie haben übrigens standardmäßig auch generell das Spiel ein bisschen leiser gedreht. Das heißt, ich muss es in OBS nicht so extrem leise drehen. Also vorher hatte ich immer so minus 11 Dezibel in OBS. Jetzt sind es nur noch so um die minus 2. Und die Lautstärke ist ungefähr gleich. Ich habe es gerade eben nochmal abgehört, sicherheitshalber. Also, sie haben es wirklich mal ein bisschen runtergedreht. Ich habe übrigens auch einen neuen Magic Rock. Einen besseren. Der macht jetzt plus 5 Armor. Muss ich jetzt eben kurz mein Team anpassen und wir müssen noch die Ancestor Hall jetzt aufwerten. 20 waren es ja. Dann können wir mehr Guilds haben. Also, wie ja gesagt, das Level kann dann höher gehen. Leer Size geht dann hoch. Und wir kriegen auch einen Reward dafür. So, da oben sehe ich eine 1. Wir haben irgendwas noch abgeschlossen, oder? Nee, jetzt soll ich das auf Level 4 bringen. Müssen noch den Ork folgen und den Warroom upgraden nach Möglichkeit. Dafür brauche ich aber erstmal Knochen. Ich habe jetzt mein Team angepasst. Ich musste nochmal einen neuen Stab kaufen, weil wir haben momentan nur einen guten Raider. Wäre wichtig, dass ich einen weiteren Raider bekomme. Ja, dann haben wir diesmal dann 2 von den Huntern dabei. Ich würde dann jetzt ein Go sagen, ab in die Hinterlands. Diesmal sollten wir bessere Karten haben, da unsere Truppen ja alle um einen abgegradet sind. Wir können hier sogar Knochen finden. Ich habe auch den Ultra-Zauberer dabei, der mit den 7 Spirit. Der sollte richtig reinhauen können. Schön dunkel. Okay, wir kriegen gleich einen Schrein direkt. Das klingt doch schon mal gut. Auch schon mal ein bisschen Geld. Ich finde es übrigens genial, ne?
Der Erzähler ist einfach 10-mal lauter als alles andere in dem Spiel, ne? Ich muss versuchen, immer die Klappe zu halten, wenn der redet. Ich habe übrigens endlich mal gelernt, wie der Ambush funktioniert. Ich muss versuchen, in die reinzurennen, während die in die andere Richtung gucken. Das hat so eine prozentuale Chance. Also das funktioniert nicht immer, aber wenn ich von hinten in die Reihen renne, dann kann ich sie ambushen. Church! Ja, ich habe einen gestunt. Dich expose ich. Das ist eine Ultraspinne. So, die wir shot auf den da. Ist sogar gut, dass wir zwei Hunter dabei haben, weil wir hier nur die Viecher als Gegner haben, die ja Biester sind. Und gegen die sind die Hunter ja richtig gut. Abgesehen von der Tatsache, dass wir ihnen jetzt generell mehr Schaden machen. Ja, ich weiß schon, warum ich die Spiders nicht mag. Heebie-jeebies. Oh, ich habe ihn sogar genockbackt. Nebenbei, ich weiß nicht, wo diese Effekte teilweise herkommen, ne? Die Spiders kann ich beide one-hitten. Ich vernichte die hier mal. Die andere ist eh geslowt. Ekelhaft an denen ist ja, die vergiften einen immer mit ihren Treffern. Beastbane. Ich würde sagen, die mit dem massiven Schild weg. Hat auch gerade so gereicht. So, Double Shot, das trifft ja beide. Oh, die, ich habe die richtige sogar gekrittet. Richtig gut. Mach Heebie-Jeebies, vielleicht kann ich ja nochmal heilen. Ja, ich kann nochmal heilen. So. Den machen wir jetzt fertig. Der Stun war unnötig. Ich wollte M gucken. Muss ja wissen, wo ich lang will. Ich würde sagen, ich will unten lang. Erstens ist da der Guru und zweitens kann ich da ein bisschen harvesten. Und das ist ja das Wichtigste. Wir brauchen ja Knochen. Also gehen wir unten lang. Auf dass ich es nicht bereue. Unten wäre, oben wäre auch noch ein Guru gewesen. Ah, verdammt. Ja, jetzt bin ich umgedreht und deswegen wurde ich surprised. Das ist ein neuer Gegner. Necromancer. Der kann Gegner beschwören. Ich intercepte dich. Zeige dir den Stinkefinger. Ich muss auf jeden Fall die Zombies loswerden. Weil die ja die Gruppe boosten können. Die sind richtig ekelhaft. Einen habe ich genockbackt. Okay, einer schon mal weg. Genau, down with ya. Oh, ich hab den Devious Shot nochmal. Der Schädel ist nicht weiter schlimm. Komm. Ja, ich hab einen gestunt. Es hat ein Knochenskelett geholt. Meldet mal langsamer. Hier muss ich gerade nicht so unbedingt. Ich habe keine Ahnung, was der kann. Ich weiß nur, dass ich uns schneller mache.
So, und den expose ich mal. Dann kann ich den gleich richtig hart eine runterhauen. Safe Crit! Das war guter Schaden. Und da muss ich keinen defenden. Die müssen nach wie vor weg. Ich glaube, ich mache den Defend mal trotzdem auf den, der so wenig Leben hat. Falls der getroffen wird. Okay, wir können einen Zombie wieder loswerden. Doppelschuss, vielleicht treffe ich ja sogar mit ein bisschen Glück den Knochen im Kopf. Ja, ich habe genau den getroffen, den ich treffen wollte. Ich denke mal, der macht einfach nur durchgehend irgendwelche Kameraden. Also charge ich den einfach mal weg. Du kriegst von mir eine Trap. Ja, der summont einfach nur. Also der kämpft nicht selber. Der Beastbane, der bringt mir nichts. Keiner von denen ist ein Beast. Autschen. Jetzt kann ich ruhig mal healen. Ich expose den Nekromancer auch mal. Ja, heebie-jeebies. Aua. Der powert sich ab, wenn er angreift. Mach den Beastband-Schuss auf ihn hier. Vielleicht triggert die Falle. Jawohl. Okay, schon mal keinen Gruppenbooster mehr. Geblockt. Okay, Knochenmann ist auch weg. Die Skulls sind nur halb so schlimm. Ich würde den gerne langsam machen. Ich intercepte. Ich wollte den ganz hinten intercepten. Nee, dann Abwehr. Gekrittet. Haben. Okay, der ist auch fast tot. Der hat magische Abwehr. Das hat jetzt nicht viel gebracht. So, jetzt ist nur noch Knochen da. Einfach draufhauen. Und tschüss.
Tatsächlich finden fand ich den Necromancer jetzt nur halb so schlimm. Ja, wäre ganz nett. Eine höhere Chance zu haben, alles zu stunnen. Machen wir den Beastbane noch ein bisschen stärker. Und dann machen wir das noch heftiger. Ich gehe hier gleich nach oben. Dann kann ich erstens den Kampf vermeiden und zweitens noch was harvesten. Ich bin aus Versehen oben rumgegangen. Ja, dann muss ich sogar runter. Ich war hier oben. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wir brauchen unbedingt Knochen, deswegen will ich die Knochen sammeln. Was ist das für ein grüner Nebel vor mir? Toxic Fumes. The group finds themselves before a noxious cloud of acid. The toxic haze bears the mark of magic. It seems like it was incautiously left here by irresponsible mage. With little regard for its ecological repercussions or the local denizens. It is but proper courtesy for wielders of magic to tend to their aftermath of the conjuring inks, especially with perilous spells like this. The group paused, considering how to best to proceed. Ja, haben ja nur eine Option. If brief held and nerve steeled, the goblins trudge forth through the caustic cloud. The corrosive vapors gnaw at their skin as they march through it, which each step causes escapes in their lips for the reckless mage who unleashed this peril upon them. Peace. Ich habe jetzt, glaube ich, auch nichts zum Heilen. Aber da kommt ja der Schrein als nächstes, also passt schon. So, oben rum. Wir kriegen einen Stärke-Upgrade. Um 15%. Oh ja, Knochen ohne Ende. Nothing must be wasted. Okay, wir wollen oben rum lang, weil da ist ein Goblin zu finden. Da wird mir die Entscheidung direkt abgenommen. Und wir kriegen sogar noch ein weiteres Blessing. Spirit Whispers. 3 Max-Leben geben wir mal am besten ihn hier. Their power grows. Nee, warte, wenn wir das irgendwen geben sollten. Ah, wir können nur einen geben, okay. Was ist jetzt mit Corrupted? The goblin succumbs to the spirit's fell schemes.
Er hat die Party verlassen. Wir haben keinen Verteidiger mehr. Unser Verteidiger hat uns einfach verlassen. Das ist die Frage, ob wir das die Daumen bekommen. Ich muss geradeaus, ne? Wieder ein Nekromanzer. Warten, bis er in die andere Richtung glotzt. Mit drei Zombies. Blute, was ist das? Ach, wenn der stirbt, dann werden alle anderen sauer. Alle einmal healen. Wir müssen auf jeden Fall die Zombies als erstes loswerden. Warum, steht ja wohl außer Frage. Expose den Zombie. Excellent strike. Er kann ja doch angreifen. Ich hasse die Zombies, ne? This injury deserves an answer. Mach lieber Zorge. Alle Mann schneller! Wir brauchen das sogar. Jetzt haben wir überhaupt keine Chance. Auch wenn die alle Rage drauf kriegen, dann wäre der, der die ganze Zeit Gegner beschwören kann, tot. Besser früh, als dass da die ganze Zeit viele von denen rumstehen. War einfach ein Trust. Wiederholung davon bitte. Schade, kein Crit. Ich würde sagen, auf den da. Wir haben einen verloren. Na warte. So sieht einmal Ausrasten aus. Es war sogar unser Ultra-Typ, ne? Glaube ich zumindest. Der jetzt gerade gestorben ist. Crit plus 20, das kriegt er. Oh, gut, da ist ein Verteidiger drin. Ich nehme auf jeden Fall den Verteidiger. So, was haben wir denn hier zur Verfügung? Was
Zuallererst, wir können unsere Truppen selber heilen. Nee, es ist nicht der gestorben, der so wenig Leben hatte. Ja, die Frage schon mal geklärt. Ja, ein bisschen mehr Power, Max-Leben haben wir sowieso. Ist ein bisschen doof, dass einer von uns krepiert ist. Und der andere wegen Curse nach Hause gelaufen ist. Ich glaube, es wäre sogar besser gewesen, wenn er geblieben wäre. Dann hätten wir keinen verloren. Angriff! Ja, geambuscht! Drei sind surprised. Hat der viel Leben. Ich expose den da. Der hat viel Leben. Viel zu viel. Irgendwas leckt da gerade. Hallo? Okay, Leute, ich habe das Spiel jetzt neu gestartet. Zum Glück hat er hier Auto gespeichert. Also können wir hier einfach munter fröhlich weitermachen. Auch wenn die Aktion gerade vom Spiel richtig kacke war. Ihn habe ich nicht geslowt bekommen. Ich würde sagen, er sollte den Defend bekommen. Miesen Penner. Ach, jetzt ist aber mal gut hier. Lass mein Magier in Ruhe. Kann das mal aufhören mit der Stunnerei? Ihn kann ich insta-killen. Sind wir einen schon mal los. Komm, aktivier dich. Jawollo. Noch einen losgeworden. Ich mach sowas von den Heal. Charge! Tschüss. Okay, jetzt haben wir nur noch zwei Gegner vor uns. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ein mieser Penner! There may yet be hope. Okay, dir verpasse ich die Falle. Und auf dich mache ich Defend. Warum wurde nicht defended? Ja, Crit. Jetzt nur noch der da. Exposen. Arm hoch. Granate finde ich nicht so geil.
Jawollo. Fühle den Schmerz. Spüre ihn. Maka. Ab nach hinten mit dir. So, Snare Trip. Und Double Shot. Komm. Ach, Mensch. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Weg mit dir. Der Kampf war so mega buggy. So, ich habe etwas gelernt. Ich will die Dinger dismanteln, bevor ich rausgehe, die eh nur zeitbasiert da sind. Unglaublich, wie viele wir verloren haben. Ich dachte mir schon, dass jetzt eine Sequenz kommt. Unwavering in their oaths, the goblins set foot to path, journeying in the phantom trail of the old orc. Dalton brennt. At last, they crest an overlook on the border of the hinterlands. Gasps tear forth from their throats as they gaze upon the sprawl of a prison camp before them. In a crush of bodies, enslaved orcs toil beneath halfling guards, limbs bedecked in irons and shackles. And still yet, the walls of that foul place are besieged by another appalling evil. Hordes of undead fall upon the camp's walls in an onslaught of devastation, enraptured by the chorus of anguish and woe. With hearts longing for a hero and minds weaving vengeance, the goblins look onward as the undead breach the walls. The craven halflings flee to safety, shielding their escape with the prodigious bodies of enslaved orcs left to perish. The orcs fight with resilience, but are soon overwhelmed by the unrelenting advance of the undead. Das ist fies. Das ist einfach nur fies. Im Übrigen, mittlerweile gibt es durch eines der Updates auch die Option, dass ich jetzt mittlerweile einstellen kann, dass das Spiel nicht mehr gemutet wird, wenn ich aus dem Spiel raus habe. Falls ihr fragen wollt. Ich feiere das nämlich immer gern. Wie viele wir verloren haben. Der Gekürzte, der ist jetzt nur nach Hause gerannt, ne? Ah ne, Lost Forever. Der zählt auch als tot. Also wenn es diese Corrupted Chance gibt, dann will ich es auf keinen Fall riskieren. Okay, beim nächsten Mal müssen wir Orks retten. Prospects loiter about, eager for admittance. May they prosper, wherever they roam. Weg. Ich nehme ab sofort nur ab 5 Punkten. Er hat 5 Punkte. Wir können den Battle Room upgraden. Jetzt kriegen wir immer ein Blessing direkt von Anfang an. Außerdem können wir hier jetzt Quest abholen. Weil das Ding das nicht schon von automatisch getan hätte. 300 Gold. 50 davon, 50 Knochen und ich kann das nochmal upgraden. Dann kriege ich 2 Blessings direkt von Anfang an. Wir haben gerade eben richtig hart kassiert. Ist gerade über den Boden gerutscht.
Diese korrupten Schreine, die mag ich überhaupt nicht. A proper barracks can fuel a strong legion for many generations. Das müsste ich auch einmal upgraden, dann kriege ich safe immer 3. Können noch gucken, was der Shop noch so im Angebot hat. Nichts ultra geiles. Ja, warum nicht? Dann kriegen wir mehr Leben am Camps und hier können auch mehr Leute dann stehen. Ach, guck mal, sind sogar welche neu gekommen. Vielleicht kriegen wir jetzt die Möglichkeit. Hier schon mal bei dem nicht. Er ist recruited. Er hat auch 5 Punkte. 5. Du kannst abhauen. Dann können wir noch mal ein paar zu speziellen hier machen. Ja gut, ne? Momentan können wir nichts upgraden und ich muss jetzt erstmal mein Team neu aufstellen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann!